Eine schöne neue Programmwoche auf Kanal 3 darf ich Ihnen dieses Mal wünschen. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Wir legen gleich los mit unserem Thema der Woche, das sich dieses Mal Wasser und Wir nennt. Jedes Jahr am 22. März wird seit 1993 nämlich der Weltwassertag gefeiert und diesbezüglich haben wir uns einmal angesehen, wie eine Trinkwasserversorgung genau funktioniert. Zähneputzen 1 Liter, WC-Spülung rund 40 Liter, Kochen ca. 4 Liter und Duschen rund 20 Liter pro Tag und vieles mehr. Das ist sie, die Wasserbilanz jedes Einzelnen von uns. Im Durchschnitt verbrauchen Herr und Frau Österreich zwischen 125 und 130 Liter kostbares Wasser pro Tag. Für viele von uns ist Wasser eine Selbstverständlichkeit, doch ohne Wasser kein Leben und es ist das wichtigste Lebensmittel, das es gibt. Ein Lebensmittel, das in Österreich immerhin 45 Mal pro Jahr einen Gesundheitscheck durchlaufen muss. Wir haben uns mal im Eichfeld die Wasserversorgung genauer angesehen. Die Stadtwerke Judenburg AG zum Beispiel ist für die Trinkwasserversorgung von Judenburg, Oberweg und Reifling zuständig. Zertifizierte Wassermeister sind hier im Einsatz. Doch was macht denn so ein Wassermeister eigentlich genau? Der zertifizierte Wassermeister ist eigentlich der, was die Wasserversorgung von Judenburg über hat. Das heißt, es fängt an von den Quellen, Brunnenanlagen, Hochbehälteranlagen, das komplette Leitungsnetz. Das sprechen wir in Judenburg von 130 Kilometern. Das geht noch weiter bis zu den Kunden, bis zur Wasserzähleranlage. Und alle Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten, Erneuerungen, im Prinzip vollzieht es der Wassermeister. Das Wasser für die Stadt Judenburg kommt aus insgesamt 10 Quellen und wird sowohl in Hochbehältern als auch Tiefbrunnen gefasst und verteilt. Das Leitungsnetz umfasst rund 130 Kilometer und wird mittlerweile dank modernster Technik mittels Fernwirkzentrale gewartet. Über Wassermangel kann man sich hier zum Glück nicht beschweren. Wir bei den Stadtwerken Judenburg AG haben eigentlich nie mit den Wasserressourcen Probleme. Da können die Sommer noch so warm sein. Wir merken zwar minimale Schwankungen im Brunnenbereich, aber wir haben also nie ein Wasserproblem. Warum ist das so? Warum gibt es hier keine Probleme? Ja, das Eichfeld selber ist ein großer Grundwasserkörper. Also wir haben die Möglichkeit, bei den Brunnen Wölmerdorf und Murdorf 160 Liter pro Sekunde zu entnehmen. Das heißt, wir können das komplette Eichfeld versorgen. Und da sind die Ressourcen irrsinnig groß. Darum haben wir keine Probleme. Wie schon erwähnt, wird das Wasser regelmäßigen Kontrollen unterzogen. Dies passiert unter anderem bei der GFA, der Gesellschaft für analytische Chemie in Zeltweg. Die von der Trinkwasserverordnung festgesetzten Mindestanforderungen müssen erfüllt werden und Grenzwerte für das Trinkwasser festgelegt werden. Zudem sind auch im österreichischen Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz Bedingungen an das Wasser für den menschlichen Gebrauch gestellt. Wir sind beauftragt von der Stadtwerke Judenburg, das Wasser zu untersuchen. Das heißt, wir machen nach gesetzlichen Grundlagen die Wasseruntersuchungen. Dabei werden die Proben von uns entnommen, die Anlagen überprüft und dann im Labor analysiert. Die Analysen strecken sich von reinen Routineuntersuchungen bis hin zu Volluntersuchungen. Das heißt also mikrobiologische Untersuchungen bis hin zu chemischen Untersuchungen wie Schwermetalle, Pestiziden und so weiter. Und wir sind im Beauftrag von den Stadtwerken, dass man dann einen Beprobungsplan, der vom Land der Behörde also ausgestellt wird, das zu überprüfen und zu beurteilen. Das Prüfverfahren nimmt in etwa eine Woche in Anspruch. Dann steht fest, ob das Trinkwasser den vorherrschenden Verordnungen gerecht wird und für den Verzehr freigegeben ist. Es ist ein weiter Weg mit sehr strengen Kontrollen, den das Wasser zurücklegt. Und am Ende der Kette stehen wir, die dieses kostbare Gut konsumieren und genießen können und jetzt vielleicht noch etwas mehr zu schätzen wissen. Vielleicht sind Sie ja schon stolzer Hausbesitzer oder leben in noch den Traum von den eigenen vier Wänden. Vor kurzem fand in Leoben die Häuselbauermesse statt und da konnte man sich alle Infos rund ums schöner Wohnen anschauen. Wir haben jetzt den Bericht für Sie dazu. Alles zum Thema Eigenheim gab es vergangenen Freitag am Hauptplatz in Leoben. Bei der alljährlichen Häuselbauermesse wurde ein breites Angebot rund ums Wohnen und für die eigenen vier Wände präsentiert.
Der Traum vom Haus wird von sehr vielen geträumt, aber bis zur Realisierung ist es wichtig, sich gut zu informieren, viele Angebote einzuholen und zu vergleichen. Die 80 Aussteller, die auf etwa 3000 Quadratmeter ihre Produkte und Firmen präsentierten, standen den Besuchern das ganze Wochenende Rede und Antwort. Wir sind bei der Messe auf den Leobner City Manager getroffen und haben nachgefragt, wie ihm die Häuselbauer Messe gefällt. Ja, als City Manager bin ich irrsinnig stolz, dass diese Messe, mittlerweile sind ja 90 Aussteller dabei, so boomt und in einer Woche nachher findet ja die Automesse statt und das ist der Auftakt zu einem Reigen von Veranstaltungen, die heuer in Leoben stattfinden werden und ja, da geht mein Herz ein bisschen auf. Und Sie als City Manager persönlich auch irgendwas, was Sie sich heute ganz bestimmt anschauen möchten hier auf der Häuselbauermesse? Ja, es ist immer so, dass wir zu Hause, eben, wir haben auch ein Haus, immer Verbesserungen und Verschönerungen vornehmen wollen und da holen wir uns sicher am Nachmittag ein paar Anregungen und dann schauen wir weiter. Den Schwerpunkt der Häuselbauermesse legte man heuer auf die Themen Heizen und Energiesparen sowie Lüftungs- und Klimageräte. Präsentiert wurden natürlich auch die neuesten Baumaterialien. Bauen und Sanieren ist wie bekannt sehr kostenintensiv und die Häuselbauermesse Leoben bot die Möglichkeit, neue Trends und bewährte Produkte kennenzulernen und zu vergleichen. Mit dem Palmsonntag starten wir ja schon wieder in die Osterwoche und für viele endet da auch die Fastenzeit. Wir haben uns am Bauernmarkt von Leoben die besten Tipps zur leckeren Osterjause geholt. Der Leobner Bauernmarkt ist bekannt für seine regionalen Produkte und für uns der passende Ort, um Tipps für eine leckere Osterjause zu bekommen. Hier verkaufen die Produzenten ihre Waren direkt an die Verbraucher. Ja, und was gehört jetzt so alles zu einer richtigen Osterjause? Ja, also in einer Osterjause gehört auf jeden Fall einmal ein Osterschinken, verschiedene Teile vom Schwein, Karree, Schopf, Schinken, dann auf jeden Fall ein Krenn, ein Steirer Krenn am besten, der sehr lange hält, dann Ostereier natürlich, gefärbt, ein Osterbrot, das ist eigentlich die Hauptsache. Da läuft einem glatt das Wasser im Mund zusammen. Für alle, die kein Fleisch essen oder zum Osterschinken noch eine passende Alternative suchen, Käse darf nie fehlen und passt hervorragend zu jeder Jause. Schafziege haben wir jetzt frisch aus Kärnten, Steiermark. Das ist sehr zu empfehlen, weil es ganz gut passt. Der erste Frischkäse sozusagen. Aber man kann eigentlich auch zum Fleisch, passt ganz gut, so ein junger Sennerkäse. Das Vorarlberger Bergkäse oder die steirische Bergkäsepartie mit Erzherzog Johann oder die Almenland, das Almenland-Sortiment. Es gibt aber viel kleinere Produzenten auch, die man bei uns durchkosten kann. Jetzt noch schnell alle Vorbereitungen erledigen und dann am Ende der Karwoche, am Karsamstag, hat das Warten auf die Osterjause ein Ende. Und wer den Leobner Bauernmarkt einmal selbst besuchen möchte, findet ihn immer dienstags und freitags von 7 bis 12 Uhr vor der Stadtpfarrkirche St. Xaver in Leoben. Am vergangenen Samstag fand der letzte der insgesamt 5 Austria-Skitour-Bewerbe in Oberösterreich statt. Bei nicht so schönem Wetter starteten trotzdem 70 Skibergsteiger. Mehr dazu gibt's jetzt. Der letzte der insgesamt 5 Austria Skitour Cup 2016 Bewerbe wurde vor kurzem im Rahmen des Wascheneck Xtreme zwischen Spital am Böden und der Wurzalm ausgetragen. Das schlechte Wetter konnte rund 70 Skibergsteiger nicht davon abhalten, sich dieser Herausforderung zu stellen. Für die Elite der österreichischen Skibergsteigerszene führte die hochalpine Route mit insgesamt 1760 Höhenmetern und einer Gesamtstrecke von 15 Kilometern auf den Gipfel des 2388 Hoden Wascheneck im Totengebirge und wieder zurück. Die Besonderheit dieses Rennens ist zweifellos der schwierige Klettersteig, der den echten Skibergsteiger fordert. Das Quartett rund um Christian Hoffmann, den deutschen Nationalkaderathleten Toni Lautenbacher und die beiden ÖSV-Athleten Daniel Rohringer und Thomas Wallner gaben das Tempo an und wechselten mehrfach die Positionen. Schlussendlich konnte Hoffmann mit einer Zeit von 1 Stunde 55 Minuten und 13 Sekunden als erster die Ziellinie überschreiten. Hinter ihm Toni Lautenbacher und Daniel Rohringer. Es hat heute einmal
Es war eines von den wenigen Rennen, wo technisch wirklich alles sehr gut funktioniert hat. Die Föllwechsel, auch mit den Steigeisen. Es war mein erstes Rennen, wo ich Steigeisen gebraucht habe. Und wie meine Taktik geplant war vom Startweg, so ist es wirklich aufgegangen heute und habe dann eigentlich am zweiten Anstieg auf bis zum Gipfel meinen Vorsprung ein bisschen ausbauen können. Und ja, hat dann Gott sei Dank gereicht bis ins Ziel. Bei den Damen verlief das Rennen auf der etwas kürzeren Strecke aber immerhin auch 1200 Höhenmeter weniger spannend als bei den Herren. Bei nur 4 Starterinnen in der Extreme-Klasse setzte sich Ina Forchthammer, ÖSV-Jugendkaderathletin, rasch gegenüber ihren Konkurrentinnen ab und siegte deutlich als Tagesschnellste mit einer Zeit von 2 Stunden 14:21. Ja, danke, bin halt voll zufrieden mit dem Rennen, weil es war für mich eigentlich auch nicht so einfach, vor allem mit dem Klettersteig und so. Es ist dann doch was anderes im Winter. Im Klettersteig haben wir auch nicht bei jedem Rennen und bei den Abfahrten war eine recht schlechte Sicht, aber es ist alles gut gegangen. Da es sich bei diesem Rennen um das letzte Austria Skitour Cup-Rennen handelte, wurden bei der Siegerehrung auch gleich die Cup-Sieger und Siegerinnen gekürt. Nach 5 spannenden Bewerben, davon 2 Vertical-Rennen und 3 Individualrennen, freuten sich die Organisatoren über zahlreiche Teilnahmen, das zunehmende Interesse am Skibergsteigen und über eine erfolgreich abgeschlossene Rennserie. Durch die Sommerrodelbahn Hexenexpress ist der Grazer Hausberg um eine Attraktion reicher. Rund 2 Minuten dauert eine Talfahrt und die hat es wirklich in sich. Mehr Infos gibt's jetzt von Michael Ostrowski. Mein persönliches Highlight ist ja der Hexenexpress. Das ist eine extrem anspruchsvolle Rodelbahn, die ist 1000 Meter lang am Schöckl oben. Ich bin selber gefahren und ich muss sagen, unvergleichlich. Es ist so, da dürfen halt erst Kinder ab 3 Jahren fahren. Es ist eine anspruchsvolle Strecke, man muss den Überblick bewahren, man darf die Nerven nicht schmeißen. Ursprünglich hätte der James Bond dort Rad werden sollen, aber Daniel Craig hat in der 3. Kurve aufgegeben. Es war einfach zu heavy. Schauen wir es uns einmal an. Bitte. Man kann zu Fuß aufgehen oder mit der Seilbahn fahren, man kann sogar seine Eltern mitnehmen. Und da sieht man auch schon, das darf ich da erwähnen, den Hansi. Der Hansi ist ein Hörnchen, das man entdecken kann und der versteckt sich immer wieder anders, sodass man nie genau weiß, wo er ist. Wir haben schon gesehen, den Hansi, das ist der Holding Hansi, das ist das Maskottchen der Holding Graz und das zieht sich überall durch, nämlich auch bis in den Wald auf. Ursprünglich, das Urhörnchen kommt ja aus dem Stadtpark, da gibt es jetzt aber nur mehr 10 Hansis, deswegen haben wir den Holding Hansi aufgesetzt in Schöckl, dass er dort weiterlebt und sich vermehrt. Wenn man runterfährt bei der Bahn, wird man auch recht viele von ihm sehen, immer wieder an anderen Stellen, das nennt man Rätsel. Wenn man den Hexenexpress gut runtergefahren ist, kriegt man ein Malbuch. Da kann man das alles ausfüllen, zum Beispiel mit Grün oder Blau. Die Steiermark ist ja bekannt für ihre regionalen und vor allem hochwertigen Produkte. Und die Bauern, die diese Lebensmittel herstellen, die sehen aber genau jetzt da Gefahr im Verzug. Durch eine neue Verordnung, die das Grundwasser schützen soll, seien die Felder nämlich in Gefahr. Vor kurzem fand am Grazer Hauptplatz eine Demonstration dazu statt.
Die steirischen Bauern sind in Aufruhr. Nach Leibniz ist nun auch Graz an der Reihe. Die Bürgerinitiative Zukunft Landwirtschaft organisierte eine Demonstration in der Innenstadt. Hunderte Bauern und knapp 400 Traktoren sind dem Ruf gefolgt. Die Bauern fordern die Zurücknahme des Regionalprogramms zum Schutz der Grundwasserkörper Grazer Feld, Leibnitzer Feld und Unteres Murtal, welches am 1. Jänner 2016 in Kraft trat. Es geht um eine Grundwasserschutzverordnung, die das Land Steiermark erlassen hat für den Bereich von Graz bis Bad Radkersburg. In dieser Grundwasserschutzverordnung sind verschiedene Dinge drinnen, die eben mit der Praxis nichts zu tun haben. Wir von der Bürgerinitiative wissen, dass damit das Grundwasser sich massiv verschlechtert wird und fordern deshalb eine Aufhebung dieser Verordnung und eine praxistaugliche Lösung. Das heißt, es gibt im ÖPOL-Programm den vorbeugenden Gewässerschutz, das von der EU ausverhandelt, mit der EU ausverhandelt wurde, von der EU finanziert wird. Und mit diesem Programm wären wir einverstanden, aber nicht mit so Verordnungen, die eben jetzt in Kraft ist. Der Unmut ist deutlich spürbar. Die Behördenwillkür gefährde Grazer Krautheipel, so ein Leitspruch der Initiative. Der Politik wird ein Ultimatum gestellt. Die Verordnung müsse bis 20. Mai zurückgezogen werden, sonst würden am 23. Mai weitere Proteste folgen. Rund 1.800 Bauern in der Steiermark seien von der Verordnung betroffen. Eine unzumutbare Situation. Wir wollen nämlich alle eines gemeinsam. Gesunde regionale Lebensmittel und sauberes Grundwasser. Das wollen wir. Politik und Bauern müssen nun an einen Tisch zusammenkommen, um eine passende Lösung für beide Seiten zu finden, damit die Steiermark so grün bleibt, wie sie ist. Graz wächst und gedeiht und besonders ausschlaggebend dafür ist im Moment das Projekt Reininghaus. Wir waren bei der Pressekonferenz rund um dieses Thema dabei. Das Reininghaus-Areal im Wandel. Es soll eine Grazer Neustadt im Bereich Reininghaus entstehen. Was für eine Wirkung das auf die Stadt haben wird und wie es um das Projekt steht, wurde bei der Präsentation der Wirtschaftsstudie zum Thema Reininghausbebauung präsentiert. Das Projekt Reininghaus existiert ja schon über sehr, sehr viele Jahre hinweg. Es hat ja viele Ideen, Visionen gegeben, wie man das Projekt realisiert. Jetzt ist es so, dass ja doch, glaube ich, eine sehr, sehr renommierte Investorengruppe sich zusammengefunden hat, die letzten Endes es auch ernst meinen mit einer Umsetzung. Es ist zurzeit jetzt so, dass die ersten Bauverhandlungen laufen werden und voraussichtlich auch in diesem Jahr noch das erste Projekt von Herrn Erber realisiert werden wird. Auf knapp 370.000 Quadratmeter Grundstücksfläche soll Wohnraum für rund 10.000 Menschen geschaffen werden. So entsteht voraussichtlich ein enormer Anstieg in den Bereichen der Wertschöpfung und der Beschäftigung. Ein Projekt dieser Größenordnung bedarf eines strengen Zeitplans, um die Kosten niedrig zu halten. Auf der einen Seite, also der Zeitplan würde so ausschauen, dass wir bereits in der Gesamtheit aller Investoren im Jahr 2016 die ersten Bagger sehen wollen. Die Mehrzahl der Investoren sollte im Idealzustand 2017 quasi mit dem Bau beginnen. Der gesamte Zeitplan würde über die nächsten circa 7 bis 10 Jahre gehen, wobei die Schwerpunkte 2017, 18 und 19 sind, wo investmentmäßig circa 250 Millionen Euro pro Jahr an Bauerrichtungskosten in die Hand genommen werden. Es gilt nun, das Projekt rasch umzusetzen, damit alle Beteiligten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Mit mehr Dynamik und an einem gemeinsamen Strang zum Ziel. Zwei Lebezahnerfohlen im Bundesgestüt Biber haben bereits zwei berühmte Ehrenpaten, nämlich zum einen den Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und zum anderen die Modedesignerin Lena Hoschek. Wir waren bei der Übergabe der Patenschaft für Sie mit dabei. 12 Lipizzaner Mädchen und 10 Lipizzaner Buben haben im heurigen Jahr bereits das Licht der Welt erblickt und machen sehr aufgeweckt ihre ersten Schritte im Bundesgestüt Biber. Zwei von ihnen standen vor wenigen Tagen ganz besonders im Mittelpunkt, denn sie haben berühmte Ehrenpaten bekommen, nämlich niemand Geringeres als Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Modedesignerin Lena Hoschek. Ja, also wir glauben, dass ein Pate eigentlich für den gesamten Jahrgang steht. Aber natürlich versuchen wir da immer entweder das erste Hengstfohlen oder das beste Hengstfohlen herauszusuchen, das dann der Pate auch begleiten kann, vielleicht länger.
Und dieses Mal gleich zwei Paten und zwei ganz besondere Fohlen. Ja, wir haben jetzt das erste Mal auch eine Patin für das Stutfohlen. Und wir hoffen, dass die Gratilena Hoschek, die ist ja doch eine internationale Modedesignerin geworden, die für die Steiermark steht, auch mit ihrer Mode sich eigentlich mit diesem Land sehr identifiziert. Und dass wir damit eine sehr zugkräftige Patin haben. Und nächstes Jahr werden wir halt drüber nachdenken, wer denn die nächste Patin sein wird. Es hat ganz lange Tradition, das Gestüt bereits seit 1920 und die Patenschaften auch seit vielen Jahrzehnten. Und wir freuen uns heuer, dass wir zwei ganz besondere Paten gewinnen konnten. Nachdem wir Gendergleichheit und Gerechtigkeit haben wollen, Hengstfohlen für den Herrn Landeshauptmann und Stutfohlen für Lena Hoschek. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer übernahm die Patenschaft für das Hengstfohlen Conversano Bravissima. Lena Hoschek zeigte sich begeistert von ihrem Schützling, dem Stutfohlen Ravina. Naja, das ist ein frecher Hengst, wird das dieses Fohlen. Und wie mir die Frau, die Blomkampmann-Gürtler gesagt hat, sicherlich geeignet einmal in Wien, in der Spanischen Hofreitschule eingesetzt zu werden. Und das freut mich natürlich besonders, wenn ich dann einmal dabei bin und sehe, da reitet ein Hengst, das ist mein Ehrenfohlen, ja? Meine Ehrenpatenschaft beim Fohlen. Ja, ich habe mich schon sehr geehrt gefühlt. Die Frau Gürtler hat mich angerufen, gefragt, ob ich dazu Lust hätte. Ich habe natürlich sofort ja gesagt. Ich bin sonst eigentlich überhaupt keine Pferdenäherin, wirklich gar nicht. Aber die Lipizzaner sind ein ganz, ganz großes Stück österreichischer Kultur und da fühle ich mich natürlich irrsinnig geehrt. Die beiden Fohlen haben es sichtlich genossen, sich von ihren neuen Paten verwöhnen zu lassen. Und auch der restliche Nachwuchs wollte sich das Geschehen nicht entgehen lassen. Conversano Bravissima und Ravina haben also seit wenigen Tagen berühmte Paten und werden dem Gestüt Biber auch in Zukunft alle Ehre machen. Den größten Kunsthandwerksmarkt der Obersteiermark veranstaltet das City Management Leoben auf dem Leobener Hauptplatz. Am Freitag, dem 25. März von 9 bis 18 Uhr werden fast 70 Aussteller aus verschiedenen Bundesländern ein umfassendes Warenangebot präsentieren. Egal ob steirisches Handwerk, Acrylbilder, Trachten und Modeschmuck, Floristik, Strick, Glas- und Wachskunst und vieles mehr. Kommen Sie vorbei, schmökern Sie beim Handwerksmarkt in Leoben. Am 1. Aprilwochenende geht es rund in der Kirchenhalle in Hitzendorf. Los geht's mit der Oberkrainer Gala. 10 Jahre Oberkrainer Award am 1. April. Unter anderem mit den Lechnerburm und den jungen Paldauern. Einlass ab 18 Uhr. Alle Infos zum Kartenverkauf und Reservierungen unter www.oberkrainer-award.com. Und weiter geht's am 2. April mit dem Steirerfest, die Nacht in Tracht. Opening mit Marco Angelini und Party mit Daniel Düsenflitz. Einlass ab 19 Uhr. Unter www.steirerfest.at finden Sie alle Infos zu Tickets und Preisen. Viel Spaß beim großen Eventwochenende in der Kirchenhalle in Hitzendorf. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Die Lieblingssteirer. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karven und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal. Die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. We'll be right back.
Die Riesalm in St. Wolfgang im steirischen Zirmland ist das Skigebiet für die ganze Familie. Auf herrlichen 11 Kilometer Naturschneepisten gibt es Skivergnügen zu fairen Preisen. Funpark, Buckelpiste, Skitouren gehen, schöne Waldwege, Mondscheinrodeln, Einkehrschwung mit Hüttengaudi und jetzt aktuell Live-Bilder über die Webcam abrufen. Die Riesalm, das Skigebiet ganz in ihrer Nähe. Die Riesalm, der Geheimtipp der Steiermark. Grazetta, das Lifestyle-Magazin, Ausgabe Nummer 3 mit dem Schwerpunkt Lebensräume, von urbanen Visionen und Zeit zu Hause. Die Blue Garage in Frauenthal war vor kurzem brechend voll, denn Dr. Jörg Horiner, der lud mit seiner Band JC's Shuffle Truffle zum Benefizkonzert. Mit dem bereits gesammelten Geld wurde Familien mit schweren nierenkranken Kindern geholfen. Dichtes Gedränge herrschte vor wenigen Tagen in der Blue Garage in Frauenthal, als die Band JC's Shuffle Truffle zum Benefizkonzert lud. Universitätsprofessor Dr. Jörg Horiner hat im Jahr 1997 einen Verein zur Förderung nierenkranker Kinder gegründet. Seither sammelt er mit seiner Musik Geld, um Familien zu unterstützen. Wir haben jetzt auf dem Konto eine schöne Summe, nämlich 6.400 Euro, die wir heute an zwei bedürftige Familien mit nierenkranken Kindern verschenken werden. Wir nutzen also das Konzert für diesen Benefizgedanken und freuen uns also wirklich sehr, dass wir da helfen können. Die Blue Garage war bis auf den letzten Platz besetzt. An diesem Abend konnte die Spendensumme gleich an zwei Familien übergeben werden. Danach wurden die Besucher mit Blues vom Feinsten verwöhnt. Das ist also jetzt ein sehr, wie soll ich sagen, sehr ehrliches Blues-Trio. Wir sind nur zu dritt, das ist immer sehr, sehr schwierig, weil wenn einer der drei Musiker nicht gut spielt, dann klingt das Ganze furchtbar. Bei einer großen Besetzung kann man sich leichter mal hinter den anderen fünf oder sechs verstecken. Also so ein richtig cooles Blues-Trio kann sehr Spaß machen. Ich hoffe, dass der Funke überspringt und ich habe das schon lange vorgehabt, das zu machen. Und jetzt ist es soweit, jetzt freuen wir uns. Der Funke ist auf jeden Fall übergesprungen. Das Publikum war begeistert vom Trio. Das Benefizkonzert von JC's Shuffle Truffle in der Blue Garage in Frauenthal war ein voller Erfolg und ein Genuss für alle Musikliebhaber. Sie ist eine lebende Legende und mit ihrem Lipizzaner-Dirndl bereits weit über die Grenzen hinaus bekannt. Siglinde Bachartz hat im Jahre 1970 ihr Trachtengeschäft in Köflach eröffnet und nun wurde es für sie Zeit, ein bisschen kürzer zu treten und das Geschäft an Andrea Kiegel zu übergeben. Wir waren bei der ersten gemeinsamen Modeschau mit dabei. Vieles ist neu im Hause Trachten-Bachartz in der Stadtgemeinde Köflach. Andrea Kiegel ist seit wenigen Tagen die neue Geschäftsführerin des Traditionshauses und hat zum Late-Night-Shopping mit Modenschau geladen. Also wir bringen eigentlich einen Querschnitt durchs Geschäft. Das heißt Damen, Herren, Kinder, Mode. Die Damen haben Dirndl, unser Lipizzaner-Dirndl wird gezeigt. Dann duftige Sommerröcke. Und auch Lederhosen für Damen, Herren und auch Kinder. Ob also für groß oder klein, bei der Modenschau war für jeden Geschmack etwas dabei, egal ob klassisch oder modern. Seit dem 1. März ist Andrea Kiegel offiziell die Geschäftsführerin von Trachten-Bachartz. Ihr ist es ein Anliegen, das Traditionshaus so gut weiterzuführen, wie es Siglinde Bachartz bisher getan hat. Die Frau Bachartz ist Gott sei Dank noch im Betrieb tätig. Sie steht mir mit Rat und Tat zur Seite. Und jetzt stehe ich vor der großen Herausforderung, das Geschäft so gut weiterzuführen, wie sie das gemacht hat. Die Frau Bachartz hat ja da vor 20 Jahren schon das Lipizzaner-Dirndl kreiert. Und das wollen wir natürlich weiterführen und auch ausbauen. Das Lipizzaner-Dirndl zeichnet eben aus, dass wir das da hier im Haus machen. Da gibt es spezielle Stoffe, die eben nur für uns gemacht werden, produziert werden. Und es wird mit viel Liebe hergestellt. Die Modenschau im Hause Trachten-Bachartz. Ein gelungener Auftakt von Andrea Kiegel und ihrem Team, der auch den Besuchern sichtlich gefallen hat.
Sie waren spektakulär und spannend. Die österreichischen Staatsmeisterschaften im Crosslauf, die sind am vergangenen Wochenende in Biber über die Runden gegangen und auch wir haben uns zwischen die Top-Athleten gemischt. Sie haben gekämpft und das bis zum Schluss. Die ca. 450 Läuferinnen und Läufer, die bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Crosslauf in Köflach an den Start gegangen sind. In den unterschiedlichen Klassen galt es, verschiedene Strecken zu bewältigen. Ja, die kleinsten, die U14, läuft zwei Runden über 850 Meter, das ist die kurze Runde. Und dann geht es je nach Altersklasse rauf bis zu 6 Runden. Und dann jetzt als Highlight dann zum Schluss kommt dann die lange Männerstrecke, wo es dann eine kleine und 7 große Runden gibt. Und da hat eine Runde dann schon so 60 Höhenmeter. Das ist dann wirklich sehr anspruchsvoll. Und da als Highlight gibt es auch einen Wassergraben. Für eine Sensation sorgte Christian Steinhammer vom USKO-Melk. Er konnte sich sowohl auf der Männerkurzstrecke als auch auf der anspruchsvollen Langstrecke durchsetzen und sich somit souverän einen Doppelsieg sichern. Ja, es freut mich irrsinnig. Also ist doch nicht immer, dass man beide Strecken gewinnen kann. Und die lange habe ich doch, glaube ich, ganz souverän gewonnen noch dazu. Und ja, freut mich schon irrsinnig. Bei den Damen setzte sich Nada Ina Power vom SVS Leichtathletik im starken Läuferinnenfeld ab und finishte über die 5100 Meter in 17 Minuten und 13 Sekunden. Als Strategie war, also meine Trainingspartnerin, die Lena, ist ja noch sehr jung und wir haben den gleichen Trainer Hubert Mittelnick und wir machen viel gemeinsam und mein Trainer hatte mich gebeten, ja, nimm sie ein Stück am Weg noch mit bis zur Runde 3 oder so und dann machst du dein eigenes Ding und das hat genauso geklappt, ja. Für den Veranstalterverein, den LTV BAWAG BSK Köflach, waren die Staatsmeisterschaften auch aus sportlicher Sicht erfreulich. In der Mannschaftswertung auf der Langstrecke regnete es für Michael Kügerl, Andreas Reuß und Stefan Schriebel Gold. In der Altersklasse männlich U20 holten sich Christian Geck, René Kohlmann und Luca Verbitsch Mannschaftsbronze. Nachdem, dass wir vorher schon trainiert haben, habe ich gewusst, dass es auf mich zukommt. Und die Strecke hat mir vorher schon sehr gut gefallen. Und ja, es war halt schon... Schon anstrengend, aber es war super. Die österreichischen Staatsmeisterschaften im Crosslauf in Köflach. Eine gelungene Veranstaltung mit spannenden Szenen und zahlreichen sportlichen Highlights. Ostern nähert sich ja mit großen Schritten und wir haben da mal spontan nachgefragt, welche Traditionen und Feste es diesbezüglich in der Steiermark gibt. Spontan! 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 Spontan natürlich! Was gehört zu Ihren alljährlichen Traditionen und wie feiern Sie das Fest? Also ich mag Ostern überhaupt nicht und deswegen verbringe ich Ostern wie jedes Jahr irgendwo anders. Dieses Jahr in Berlin und beschäftige mich mit Schokolade-Osterhasen in ihrer natürlichsten Form. Stauderhorzen, ja, und mit Baum tragen, ne? Und was machen wir dann noch? Wir haben keine Traditionen, aber wir suchen Eier. Und wenn wir die Eier finden, sind wir glücklich, oder? Die Fleischweihe gehört zur Tradition am Kar-Samstag, das Osterjause am Kar-Samstag, der Auferstehungsgottesdienst und am Ostersonntag das gemeinsame Fest mit der Familie. Das Weihfleisch tragen und das Ganze und dann die Auferstehung gehört dazu. Und viel Eier und Gesöcht essen, gell? Ja, und sonst noch was. Und was gefällt dir ganz besonders an Ostern? Warum freust du dich? Auf den Osterhasen. Ja, Osterhasenherzen, wenn die Kinder klein sind, ist, da immer so ein guter Brauchtum. Palmsonntag mit dem Palmbauschen gehen. Und Weihfleisch essen, ne? Ja, traditionell halt mit Ostereier färben und Kirche gehen in die Osternacht um 5 in der Früh ist bei uns. Und ja, dann gutes Frühstück, Osterfrühstück mit der Familie. Zur Palmweihe am Palmsonntag. An einer kleinen Dorfkirche am besten. Und dann kommt eben dort die Osterwoche, dann schaut man, dass man einen gescheiten Schinken hat oder man kochen. Und unbedingt am Samstag geht man zur Fleischweihe. Erst dann schmeckt es richtig. Weil wenn es kein Osterhaus und nichts gibt, wäre es sehr traurig. Es ist ja einfach. Es erleben ja die Erwachsenen immer wieder die Freude mit den Kindern und allgemein. Und da habe ich gesagt, es ist auch eine christliche Angelegenheit. Ich finde das schön, so wie eine Palmweihe und da ist. Ne?
Um das liebe Geld dreht sich in dieser Woche alles in den aktuellen Stadtgesprächen und Dr. Gregor Wittheim stellt da ganz provokant die Frage, brauchen wir Steirer noch Bares? Die Antwort gibt's jetzt. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen das neu renovierte Schlossberg-Restaurant. Reden wir übers Geld, meine Damen und Herren. Das haben wir uns heute in unserem Stadtgespräch bei Kanal 3 vorgenommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wie immer in der Skybar am Schlossberg. Reden wir übers Geld mit zwei Herren hier heute, die es wissen müssen, die, wie wir alle eigentlich natürlich, einen Zustand, einen ganz spezifischen Zustand zum Thema Geld haben. Das ist zum einen, freue mich sehr, Alfred Kordasch, Direktor der BKS Bank bei uns in Graz, in der Steiermark. Herzlich willkommen. Und ein Mann, den wir alle kennen und seine Produkte hochschätzen, Martin Auer, ein Traditionsbäcker und somit Händler in Graz, der natürlich auch mit Geld Tag für Tag zu tun hat. Lieber Herr Kordasch, wir erleben ja die Diskussion jetzt durchaus heftig und erleben auch viele, viele Reaktionen. Versuchen wir uns ein bisschen abzuarbeiten, wenn wir über Bargeld sprechen. Wir haben, fangen wir mit großem Geld an, mit den großen Scheinen, den 500er, der kaum jemand einmal wirklich in Händen hatte, Sie wahrscheinlich schon. Ich kann mich gar nicht erinnern, das, aber wurscht. Es gibt jetzt die Diskussion, diesen 500er abzuschaffen mit Argumentation. Das ist Geld, wo vor allem kriminelle Machenschaften gemacht werden, aber der normale Bürger eigentlich nie mit diesem Schein in Berührung kommt. Die EZB tritt dieser Sache, glaube ich, sehr nahe. Wie ist denn Ihre Meinung dazu als Banker? Sollte man den 500er abschaffen? Hat er seinen Sinn oder gar keinen? Also was uns beide einmal miteinander verbindet, auch ich habe so gut wie nie einen 500er-Euro-Schein in der Tasche und ich denke, das verbindet uns beide mit den meisten Österreichern. Das hat zum einen einfach damit zu tun, ich habe Angst, so wie der andere auch, wenn ich ihn verliere, ist das ein großer Verlust und er wird auch insgesamt von der Wirtschaft nicht gerne angenommen. Versuchen Sie einmal am Abend in einer Tankstelle mit einem 500-Euro-Schein zu bezahlen. Schwierig, würde ich sagen. Wieso gibt es ihn dann überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Da kann ich jetzt gar nicht präzise sagen, warum dieser Bedarf entstanden ist. Fakt ist, wie gesagt, dass er einfach im täglichen Tun wirklich sehr, sehr wenig verwendet wird. Was wir allerdings interessanterweise jetzt in den letzten Tagen verstärkt bemerken in unseren Filialen, weil ich ein bisschen nachgefragt habe. Also es kommen doch jetzt eine Vielzahl von Personen, die mit gar nicht kleinen Mengen an 500er-Scheinen kommen und diese tauschen wollen, weil sie eben befürchten, dass dieser Schein abgeschafft wird. Und plötzlich ungültig ist, oder was? Nein. Ja, das nicht. Aber die Diskussion verunsichert, so wie man generell natürlich auch, deswegen haben wir es heute auch, denke ich, zum Thema. Das ist ein polarisierendes Geld Thema. Geld ist Geld. Geld ist einfach ein Wert, der von den Leuten doch, sage ich einmal, einen gewissen Stellenwert hat, logischerweise. Und die werden eben getauscht. Das Interessante dabei ist, das lässt einfach den Rückschluss zu, dass es noch sehr, sehr viele Personen gibt, die zu Hause ihren privaten Sparstrumpf haben. Ja. Man kann ja vielleicht. Da gibt es noch nur Schilling, das wissen Sie wahrscheinlich auch. Und die großen 500-Euro-Scheine. Ja. Wenn ich jetzt die Nationalbank, übrigens muss man sagen, ist dagegen. Ja. Wenn ich Sie frage, würden Sie ihn abschaffen? Also ich persönlich hätte damit, sage ich ganz ehrlich, kein Problem. Wenn er nicht mehr da wäre, muss ich ganz klar sagen. Fragen wir den Händler, Martin Auer. Haben Sie es jemals erlebt, dass man, wir haben schon gehört, es kommt wahrscheinlich kaum vor, dass jemand sein Gepäck bei Ihnen mit einem 500er bezahlen will. Kommt es vor? Und wenn ja, nimmt Martin Auer diese Scheine an? Ich muss gestehen, ich habe noch nicht davon gehört, dass ein Kunde zu uns oder eine Kundin gekommen wäre, um mit einem 500-Euro-Schein zu bezahlen. Ich kenne auch die interne Regelung gar nicht, ob das angenommen wird oder nicht. Ich glaube, so das Wechselgeld da ist, würden wir ihn annehmen. Weil ich meine, es gibt ja zum Beispiel, wie Sie auch gesagt haben, manche Tankstellen und so spicken rauf. Also nehmen wir schon keine 200er, geschweige denn 500er. Es sieht so aus, dass wir in der Vergangenheit, zuletzt nicht mehr so sehr, aber in der Vergangenheit oft mit Falschgeld zu tun hatten. Das waren 100- und 50-Euro-Scheine, wie Sie sicher auch wissen, die dann plötzlich bei der Bank dann plötzlich auffallen, weil sie derart gut gefälscht waren, dass unsere Mitarbeiter das
gar nicht gemerkt haben. Wir haben aus dem Grund jetzt ein paar andere Mechanismen eingeführt. Es gibt einen Stift einerseits. Also Sie haben reagiert darauf. Genau, ja. Wir sind noch nie einem Falschgeld, einem falschen 50er und 100er begegnet, der nicht diese Rippen hätte. Das ist für den Laien das auffälligste Kennzeichen. Ja. Das war auch ein sicherer Schritt und somit denke ich mir, würde vielleicht sogar ein 500er als Falschgeld vielleicht auffallen. Stimmt, man schaut genauer, das ist logisch. Ja. Absolut. Ja. Es de facto spielt da im Handel, denke ich, keine Rolle. Ja. Das ist das Entscheidende. Auch ich begegne dem 500er nicht. Ne? Ja. Hätte man früher einmal eine größere Anschaffung, ein großes, ein schönes Möbelstück, das ist früher mit Bargeld abgelaufen. Ne? Mhm. Heute, je mehr natürlich der bargeldlose Zahlungsverkehr zum täglichen Umgang wird, umso weniger Bedeutung haben natürlich dann vor allem die größeren Scheine. Würden Sie als Martin Auer, sowohl als Konsument und Bürger als auch als Händler, würden Sie auch sagen, brauchen wir nicht eigentlich? Ich muss sagen, nachdem ich selbst das jetzt kein Pro und Contra aus eigenem Nutzen und Erfahrung habe, würde ich mich dem anschließen, was man hört, dass es vielleicht dem Zahlungsverkehr im illegalen Wesen dienlich ist, dann spreche einiges dafür, das abzuschaffen. Mhm. So gesehen kenne ich jetzt noch nicht viele Pros zum Erhalt des 500ers. Außer wenn man es zu Hause hortet, dann ist halt natürlich schon ein 500er ganz angenehm, ne? Das ist klar. Jetzt passt es ja auch zu dieser Diskussion, die damit zusammenhängt, die ist ja dann doch größer, denn die haben wir ja auch überhaupt, das Bargeld abzuschaffen. Man hat den Zustand, wie Sie haben sie beide geschildert, die Menschen haben gern physisches Geld bei sich oder greifbar. Wie ernsthaft ist diese Debatte tatsächlich aus Bankersicht, dass man sagt, okay, eigentlich läuft vieles Bargeld los. Martin Auer hat es gerade gesagt, wir brauchen das Bargeld eigentlich gar nicht. Ich denke, das ist ein bisschen eine vielschichtigere Thematik, eine sehr, sehr emotionale Thematik. Also ich würde diese Fragestellung, die aktuell diskutiert wird, das Bargeld jetzt völlig abzuschaffen, das würde ich fast als ein bisschen forsch und ein bisschen der Zeit voraus betrachten. Wenn man sich vor Augen hält, dass ca. 80% sämtlicher Zahlungen, die anfallen, beispielsweise in Österreich und Deutschland, noch immer mit Bargeld bezahlt werden. Tatsächlich, so hoch ist der Prozentsatz? Das ist an die 80%. Da gibt es natürlich historisch gewachsen in den unterschiedlichen Breitengraden im anglikanischen Raum ganz andere Sätze, speziell auch im Norden Europas, also in Schweden sieht es da ganz anders aus. Ja. Aber in Österreich und in Deutschland ist es wirklich bei 80%, obwohl, vielleicht auch nicht uninteressant, es in Österreich 4,5 Millionen Kreditkarten bereits gibt und 9 Millionen Bankomatkarten, also die ja in Wirklichkeit wirklich schon ganz normal, sage ich einmal, ein tägliches Instrument darstellen. Aber wenn Sie sagen, der Zeit ein bisschen voraus, dann höre ich jetzt raus, wenn ich das so will, Sie als Banken denken schon darüber nach, dass das eine Option sein könnte, dass eines Tages tatsächlich die Scheine und Münzen verschwinden und alles nur mit Karten mehr funktioniert. Also wir sind davon überzeugt, dass es immer einen Mix geben wird, der sich tendenziell, wenn man diesen Mix bezeichnet, beginnend mit Bargeld über die eingeführten Kreditkarten, Bankomatkarten bis hin über diese Internetbezahlformen, da hat sich ja Gewaltiges getan, bis hin zur Entwicklung, die meiner Meinung nach am drastischsten aufzeigen wird, was sich alles verändert. Das wird einfach die Entwicklung über das Handy sein. Mhm. Das hat man wird mobil, wenn ich mir meine Semmeln kaufen gehen werde, wäre in Zukunft irgendwann einmal, ist ja theoretisch heute schon mit diesen mobilen Terminals, die auf einer Technologie beruhen, mit kontaktlosen Bezahlungen. Also da muss man schon ganz klar sagen, das wird in Zukunft drastisch zunehmen. Ja, Geld ist hakliche Geschichte, also, da muss man nichts spassen. Der Händler, wie ist denn das, können Sie sich das vorstellen, Martin Auer, dass Bargeld keine Rolle mehr spielt in Ihrem täglichen Geschäft? Selbstverständlich. Sie haben das schon angeschnitten. Das sind einfach die Gewohnheiten, die hierzulande noch anders sind als anderswo, wo es fast undenkbar ist, dass der Bäcker keine bargeldlose Zahlung akzeptiert. Ja. Das hat aber teilweise mit Kosten zu tun, die für den Händler entstehen. Ja. Die bestehen dann in einem bestimmten Euro- oder Centsatz oder in einem Prozentsatz. Das spielt also eine große Rolle.
aus diesem Grund hat sich hier noch nicht eingebürgert. Wir sind hier seit Jahren ständig auf der Suche nach dem richtigen Weg, den wir einschlagen werden. Aber so wie die Entwicklung auch zeigt, einmal ist es die Kreditkarte, dann die Bankomatkarte, plötzlich sind es Apps, die das anbieten, das bargeldlose, kontaktlose Zahlen. Also es sind viele Dinge jetzt auch in Veränderung, die und so der Zug der Zeit die Dinge verändern werden. Sie sind ja einer, der sehr innovativ seine Läden führt, wenn ich das einmal so salopp sagen darf. Beim Bäcker geht es meistens nicht um große Summen, da geht es um kleinere Beträge. Sie kennen Ihre Kunden. Wie real halten Sie denn tatsächlich, wenn Sie sich das nur vorstellen, die Dame oder der Herr X, der seine 5 Semmeln kauft und dann bei einem Terminal bezahlt? Ist das vorstellbar heute im Jahre 2016? Für uns, die wir uns mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, natürlich sehr. Das ist ganz klar. Wir merken das auch, dass einige schon fragen, gibt es die Möglichkeit, wird es die bald geben? Gibt es die Möglichkeit eigentlich bei Ihnen, optional? Wir hatten sie testweise, verschiedene Möglichkeiten, aber so wie wir es erwartet haben, die Akzeptanz bzw. einfach der Wunsch, Bargeld loszuzahlen, ist heute noch sehr schwach. Es hat einfach mit den Gewohnheiten zu tun. Es gibt Zahlungsmöglichkeiten, da ist es sehr schon viel selbstverständlicher als beim Bäcker. Der Bäcker ist die Stelle, wo ich mit dem Bargeld hingehe. Das ist einfach so. Das wird sich ändern. Die paar Münzen habe ich immer, dass ich meine Semmeln kaufen kann. Genau, ja. Ganz genau. Das heißt, der Druck unsererseits ist nicht stark, aber nachdem wir immer bemüht sind, dem Kunden einen Nutzen zu stiften und Möglichkeiten und einen Mehrwert zu leisten, egal in welcher Hinsicht, ob das Produkt ist, ob das die Servicequalität ist, egal wohin, sind wir da auf der Suche. Und ich glaube, es werden keine 3 Jahre mehr vergehen, dann werden wir diese Möglichkeit bieten. Für alle, die es wollen. Diese Veränderungen, es besteht ja kein Zwang. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja auch erwähnt, diese Emotionalität in diesem Thema, wir haben das dann schon die Politik erreicht hat, da sagen die einen, das gehört sogar in die Verfassung geschrieben, dass das Bargeld nicht abgeht, das ist ja grotesk, aber man sieht ja, was also der andere will natürlich sofort Erfolgsbegehren haben und man sieht an Reaktionen der Menschen, dass es doch bewegt. Ich selber komme aus einer Generation, da weiß ich, die Oma hat das Geld noch über einen Briefträger bekommen. So meine Kinder oder ich selbst, so wie Sie es jetzt gerade erwähnt haben, für mich ist das nicht normal, dass ich Füllbargeld eingesteckt habe. Ich sage einmal, das ist tendenziell für jüngere Menschen ganz normal, dass ich alles über dieses Handy abdecken kann. Und auf diese Entwicklungen springen, sage ich mal, auch andere Anbieter an. Es gibt internationale Entwicklungen, die auch uns als Banken durchaus vor interessante Aufgabenstellungen stellen. Dieses klassische Geschäftsmodell, wie es einmal war, was die Bank insgesamt von den Kernaufgaben her zu erfüllen hat, das ändert sich sehr, sehr stark durch technologische neue Erfordernisse. Das spürt man ja, ne? Das spürt man ja bei den Banken, dass es also diese klassischen Schalterkultur gibt es natürlich schon noch, aber nicht mehr in dieser Dimension als einst. Und da hängt natürlich auch gleich die andere Seite dran, dass man den Banken ein bisschen vorwirft, sie würden das forcieren, schon aus Kostengründen. Auch Geld zu produzieren im Übrigen kostet Geld, das ist auch klar. Was ist da dran? Ist nicht wirklich unsere Intention, ganz ehrlich gesagt. Letztendlich müssen wir betriebswirtschaftlich denken. Wer betriebswirtschaftlich denkt, sollte in Wirklichkeit, sage ich einmal, eher tendenziell die Seite bevorzugt, dass man nicht mit dem Bargeld operiert, wenn man sich vorstellt von der Produktion, Logistik, Transport, was hier alles an Aufwendungen verbunden ist, an nicht besonders wertschöpfenden Tätigkeiten und was sollst du an dem verdienen. Aber das Problem, das heute in unserer Gesellschaft sicherlich da ist, und das hat da vielleicht mit dieser Emotionalität in der Diskussion zu tun, und dass die Politik dann gerufen ist und ganz laut sagt, der eine sagt abschaffen, der nächste sagt nicht abschaffen, hat halt auch viel damit zu tun, dass ich verschiedenste Zielgruppen hier habe. Den einen Menschen, der sich diese neue Technologie überhaupt nicht vorstellen möchte und der sich aber vertreten sehen möchte in der Politik, und sagt, um Gottes Willen, wenn das Bargeld weg ist, was passiert? Ja. Und der junge Mensch, der sagt, um Gottes Willen, das kann ja wohl nicht sein. Und wir sind halt auch mittendrin in diesen Entwicklungen und sollen sowohl die klassische Schiene noch bedienen, als auch die nächste, ohne genau zu wissen, wann ist denn dieser nächste technologische Revolutionsbruch da, der zweifelsohne kommt. Martin Auer treibt da voran ein bisschen, oder er bietet es zumindest an. Da ist noch ein Punkt, den wir, wenn wir über Bargeld reden, noch klären müssen. Wir haben mit den großen Scheinen begonnen und kommen jetzt zum Schluss zu den kleinen Münzen. Da frage ich ganz bewusst den Bäcker. 1-2 Cent.
Einmünzen. Das scheint mir in der Diskussion sehr real zu sein, dass man sagt, okay, gibt es auch in manchen Ländern gar nicht, die werden abgeschafft, weil kaum wirklich reeller Wert. Der Bäcker, da sind doch auch kleine Centbeträge drinnen. Wie ist denn da Ihr Zustand, Martin Auer? Es sieht so aus, dass wir seit Jahren, also ich glaube nicht, dass wir noch 10 Produkte haben, die nicht auf 5 oder 10 Cent enden. Ja. Weil wir, das ist natürlich ein bewusster Zugang, wo wir sagen, das spiegelt sich in einer Kalkulation nicht wider, dass ich nicht sagen könnte, es kostet einen Euro, sondern es kostet 99 Cent. Ja. Das heißt, hier ist der psychologische Effekt, der vom Lebensmitteleinzelhandel sehr stark getragen wird, das ist bekannt, ist scheinbar noch ein Hindernis, bei den 1 Cent und 2 Cent Münze abzuschaffen. Ich glaube, sie wäre nicht notwendig. Interessant ist, wenn der Laie sich mit dem Thema auseinandersetzt, und ich sehe mich da noch mehr als Laien, als Profi, was das Geld betrifft, wussten Sie, dass 10-mal mehr 1- und 2-Cent-Münzen bestehen als 1-Euro-Münzen in Österreich? Ich glaube, Milliarden. Mehr als dreieinhalb Milliarden. Das ist ja unfassbar. Ich kann den Aufwand, der dahinter steht, nicht. Hätten wir alle hier auf einen Haufen, würden Sie gerne nehmen, oder? Die Eisenmüll. Ich glaube, Sie würden uns erschlagen, diese Münzen da hier. Aber das ist ja unfassbar. Ja. Den Aufwand, der dahinter steht, den kenne ich natürlich nicht. Ja. Das heißt, hier. Also bei weitem höher als der Wert. Ne? Das denke ich auch. Das würde der Laie so vermuten. Also so gesehen frage ich schon, was das für eine Bedeutung hat. Ob er wirklich auch in sehr, sehr kleinen Beträgen wirklich von Relevanz ist. Ob das jetzt 99 Cent kostet oder einen Euro kostet, ob das nicht ein rein psychologischer Faktor ist, der natürlich vom Handel, richtig oder falsch, natürlich noch gewünscht ist. Der Banker noch ganz kurz, 1-2 Cent Münzen, wie real, dass wir sie tatsächlich irgendwann mal nicht mehr im Börschen haben? Also wenn ich mich als Konsument sehe, muss ich ganz klar sagen, also ich hätte kein Problem, wenn wir sie nicht mehr haben. Kostengründen sind die eine Seite, wo ich sage, weg damit, also ganz ehrlich gesagt, ich bräuchte sie nicht. Glauben Sie aber auch, dass es so weit kommt? Also ich glaube schon, dass das realistisch ist, dass das dazu kommt, ja. Wir werden es erleben, über das Geld kann man immer so trefflich reden, weiß Gott, aus den verschiedensten Perspektiven, meine Herren, es war hochinteressant, Ihre Ideen und Gedanken zu diesem Thema zu hören. Dankeschön, dass Sie da waren im Stadtgespräch. Ihnen, meine Damen und Herren, wie immer ein Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Gute, wir sehen uns. Das war's schon wieder von der aktuellen Sendung. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zusehen. Nähere Infos finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.kanal3.tv. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine angenehme Zeit.